Ich bin deswegen Altenpflegerin geworden, weil ich immer gedacht habe, das ist so wichtig, dass wir auch das Sterben begleiten und da Menschen an die Hand nehmen und für sie da sind. Und das habe ich erlebt in einem freiwilligen sozialen Jahr, wie gut man das umsetzen kann und habe immer gedacht, das möchte ich auch.